Ich versuche Zeugenschaft. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Also ich schreibe sowohl Theaterstücke als auch Essays, als auch Romane. Ich glaube, das, was es wirklich vereint, ist der Gedanke. Ich will ganz genau hinschauen und hinschauen dauert sehr lange. Und ich hinterlasse Zeugenschaft für die Generationen, die nach uns kommen. Wir sind Hadija Haruna Alka und Max Czolek. Und das ist Trauer und Turnschuh. Hallo Max. Hey Hadija. Folge 9 und wir kommen von der Trauer und der Frage nach Hoffnung, denn die letzten Folgen haben wir uns ja ganz intensiv mit Gefühlen beschäftigt und haben auch ganz viel Rückmeldung von Menschen bekommen, dass sie es schön fanden, dass wir unsere Gefühle geteilt haben. Und ich bin ehrlich gesagt immer noch total beseelt davon, dass wir uns das getraut haben. Ja, und also ich finde auch, das waren zwei Folgen, in denen es nochmal darum ging, wohin eigentlich mit den Gefühlen, die wir haben, wenn wir über diese Dinge nachdenken, auch wenn wir vielleicht den Unterschied sehen zwischen dem, was wir hier probieren zu denken, neu zu ordnen, als Geschichte neu zu erzählen und dem, was real da draußen passiert. Und das, was da draußen passiert, weicht ja dann doch erheblich von dem ab, was wir hier versuchen. Oder wo wir uns wünschen würden, dass wir anknüpfen könnten, nämlich, dass sich jetzt alle mal in so Aufarbeitung stürzen. Stattdessen müssen wir eigentlich auch gleichzeitig das aufarbeiten, was da draußen gerade passiert. Und das macht für mich ganz schön Karussell im Kopf. Und deswegen hat es gut getan. Also ich finde ja sowieso, dass dieser Podcast so eine Art Empowerment-Ort für der Verarbeitung ist. Du hast auch einen schönen Post dazu hinterlassen. Das ist Empowerment für uns hier. Ja, das ist Empowerment und es ist eine Art der Gegenwartsbewältigung. Und wir wollen jetzt einfach in dieser Folge nochmal einen Fokus darauf legen, auf eine Sache, die jetzt schon immer wieder aufgetaucht ist und die, glaube ich, auch fast selbstverständlich ist in dem, was wir hier erzählen, nämlich dass für uns Kunst und Kultur ein ganz zentraler Bezugspunkt sind für diese Art der Gegenwartsbewältigung. Und darum wollen wir diesmal sprechen über widerständige Kunst und Kultur. Genau, quasi so eine Strategiesendung, weil das war ja auch ein bisschen das Ende der letzten Folge. Was können wir tun jetzt mit diesen Gefühlen? Wohin damit? Mhm. Und natürlich ist eine Strategie, Orte zu finden, an denen man Ideen dafür bekommt, was man tun könnte. Aber ganz kurz, bevor wir das tun, können wir kurz mal über diesen Kulturbegriff sprechen. Nicht jetzt die Komplexität, sondern einfach nur so mal kurz, was wir darunter verstehen. Also es gibt so aus meiner Perspektive zwei gängige Interpretationen. Einmal so Kultur, das, was wir so historisch, regional bedingt, so Lebensform, das ist meine Kultur, ich bin in diesem Kulturkreis geboren. Und das andere ist eben diese, es wird wohl Pflege der Künste, Pflege von Künsten genannt. Genau. Ja, und das sehen wir ja auch politisch. Es gibt sozusagen so einen sehr breiten Kulturbegriff, könnte man ihn nennen, Leitkultur. Mhm. Ne? Das ist sozusagen das, was wir an positiven Werten und so weiter über Generationen tradiert haben. Wo ich mich immer noch frage, wann diese Tradierung genau stattgefunden haben soll. Auch wenn wir uns gegenwärtige Diskussionen um Kontinuitäten von nationalsozialistischen Ideologien oder so anschauen, dann ist es ja doch ein großer Kraftaufwand, diesen Ort der guten Kultur zu identifizieren, wenn wir uns die Geschichte anschauen, wie sie wirklich stattgefunden hat. Und das ist der andere Kulturbegriff, der hat damit auch zu tun, vielleicht ein Begriff der Hochkultur, ein Begriff der guten Kultur, ein Begriff der Kultur, auf die wir stolz sind. Ja? Keine Kleinstadt ohne Goethe und Schillerbüste. Genau das. Ich wollte es jetzt gar nicht so groß machen, das wollte ich eigentlich schon, dass wir das später besprechen können, aber ich dachte, schon deep eingestiegen. Nee, mir ging es eher so darum zu sagen, okay, es gibt irgendwie so die Kultur, also der Lebensraum, in dem du aufwächst und dann gibt es etwas, was sozusagen als Kultur, also ob es jetzt der Bubble-Feuilleton und die Hochkultur ist, aber auch einfach sozusagen, was wir so als Performance-Produkte künstlerischer Art bekommen und dass das sich vermischt in einer Gesellschaft und dass es unterschiedliche Bühnen gibt und unterschiedliche Formen. Und weil sich das vermischt, ich habe mal irgendwo den Satz gelesen, dass die Kultur an die Moral grenzt. Was denkst du? Also vielleicht, sagen wir mal, im Norden an die Moral und im Süden an den Widerstand. So, und da sind wir drin. Da sind wir nämlich, weil ich glaube, die Frage, die uns besonders beschäftigt, ist doch, dass das, was wir Kultur im engeren Sinne nennen, also Kunst, ästhetische Praxen, Gedichte schreiben, Filme machen, Musik machen und so weiter,
dass das ja nicht nur von Seiten derjenigen produziert worden ist, die sagen, das ist unsere deutsche Kultur und so, sondern dass es ja auch eine Geschichte widerständiger Kunst und Kultur gibt. Also derjenigen, die seit Jahrhunderten gestruggelt haben, zu überleben, zu widerstehen, die niemals darauf hoffen konnten, selber Mehrheit zu werden und trotzdem da waren. Und das ist etwas, was ja auch uns in unserem Werdegang begleitet hat. Kunst, Leute, die für uns wichtig waren, gerade weil sie eine Sprache gefunden haben, die vielleicht auch eine andere Sprache war, die abgewichen ist von dem, was man öffentlich, medial an auch diskriminierenden Diskursen erlebt hat. Für alle, die jetzt denken, so Gott, was ist das denn für eine Fallhöhe? Wird das jetzt so ein mega abstrakt Gespräch? Aber genau das ist ja der Punkt. Wir mussten ein Kulturverständnis entwickeln. Und das vor einer Kulisse, die wir gerade aufgemacht haben. Und ich zum Beispiel, ich musste mich stark abgrenzen in dieser Entwicklung. Ja, also weil ich wurde ganz ambivalent mit einem Kulturverständnis sozialisiert. Ich habe als Kind Klavierspielen gelernt. Wir waren zwei Krankenschwesterkinder oder Pflegepersonalkinder. Und alles andere waren Ärztekinder oder Ärztinnenkinder bei einer sehr bekannten Frankfurter Pianistin. Theater kannte ich nur von der Schule. Zu Hause haben wir andere Dinge gelesen. Es gab keine Zeitung bei uns zu Hause, aber meine Eltern haben schon Nachrichten geschaut. Sie waren politisch. Ich habe mit diesem Feuilleton erst wirklich ich habe den in meiner Ausbildung zur Journalistin erst erfasst. Es gibt diesen Kulturteil, was reden die Leute, wie reden die, was ist das für ein Habitus? Also ich habe so einen lauter Mix auf Habitus und in diesem Raum irgendwann wurde ich mal als Kulturjournalistin bezeichnet, wobei ich immer sagen würde, ich bin eine politische Journalistin und dachte, wow, okay, was ist denn mein Kulturverständnis und findet meine Kultur oder mein Verständnis von all diesen Dingen, die du aufgezählt hast, von Musik, Lyrik und so weiter überhaupt statt? Und das hat sich am meisten gebrochen, als ich bei meiner Redaktion Der Tag angefangen habe, wo ich die Jüngste mit meiner Migrationsgeschichte schwarz war und in diese Sendung einfach Menschenbücher gelesen haben, die ich nicht gelesen habe. Und ich ganz lange erstmal dachte, so, ich habe hier gar nichts beizutragen. Ich kenne das alles nicht so richtig, weiß das alles gar nicht. Und irgendwann hat es geschnaggelt und dann war so, ich habe hier meine eigenen Sachen. Ich bringe meine eigenen Sachen mit. Und das war sehr befreiend. Und das habe ich bis heute. Wie hast du denn dein Verständnis für dich entwickelt? Du hast ja eine andere Genese. Genau, es ist eine andere Geschichte, eine, die viel näher dran ist an so einem Verständnis, selber teilzuhaben an diesem Raum kultureller Produktion. Mein Großvater war über 20 Jahre Verlagsleiter eines großen DDR-Verlags, Volk und Welt hieß der. Volk und Welt war dafür bekannt oder auch dafür zuständig, muss man sagen, Bücher jenseits der DDR zu übersetzen. Also quasi, es gab ein Buch über den Verlag, dann in den 90er Jahren, das hieß Fenster zur Welt. Es war so eine Art Fenster zur Welt. Die haben aber auch den Nachlass von Kurt Tucholsky, einem ganz wichtigen linken Satiriker und Autor aus den 20er, 30er Jahren in Deutschland verlegt. Also in meiner Familie ist die Tucholsky-Gesamtausgabe wichtiger als die Lenin-Gesamtausgabe, würde ich sagen. das ist sozusagen für die DDR schon nicht ganz irrelevant gewesen. Und gleichzeitig gibt es diesen Bruch 89-90 und zwar den Bruch natürlich eher für meine Eltern als für mich. Und da kenne ich genau diese Geschichten, die du auch beschreibst, dass zum Beispiel meine Mutter, die Journalistin ist, in eine Redaktion kam und die Leute gesagt haben, na, die kennt ja Adorno nicht. Natürlich kannte meine Mutter andere Dinge, die ist eine sozusagen intensive Leserin und kennt sich super gut aus, hat immer, wenn ich irgendeinen Namen sage, sagt sie, ach ja, von dem habe ich schon mal zwei Bücher gelesen. Also sozusagen, die ist super fit und weiß ganz, ganz viel, aber Wissen ist eben immer auch irgendwie gesellschaftlich situiert, wie du auch beschrieben hast. Du kommst in eine Kulturredaktion und die Leute sagen, was, das kennst du nicht. Und die Stärke zu entwickeln, dann zu sagen, ich kenne aber was anderes und das ist auch wichtig, das ist, glaube ich, schon eine Form von Bewusstwerdung, dass der Kanon oder die Dinge, mit denen man konfrontiert ist, als das ist unsere Kultur, immer auch Ausdruck von einer bestimmten Gruppe, von einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe ist, die definiert, was ist gute und was ist schlechte Kultur. Genau, und dann gibt es ja noch dieses Unsichtbare, weil mir wurde ja gar nicht gesagt, wie, du hast das nicht gelesen. Das war ja etwas, was so in der inneren Selbstansprache kommt, weil genau das passiert, was du gerade sagst, dass so ein dominanter Diskurs dir das Gefühl vermittelt, du wüsstest zu wenig. Und dass es einen Selbstbestärkungsprozess braucht und einen Selbstanerkennungsprozess, dass das, womit man sozialisiert wurde, in diesem Verständnis von Kultur, also
der Kunst, also nicht dem Kulturraum, sondern auch der Kunst und der Literatur und der Lyrik in diesem Kulturraum. Also was mich zum Beispiel stark empowert hat und was mir bis heute Sprache gibt, sind, und die Gedichte, ich war 16, 96, mhm, also ein Jahr nach dem Tod von Mai Ayim, die Lyrik von Mai Ayim, also Poetin, mhm, Mitbegründerin der Schwarzen Bewegung in Deutschland. Sie hat so vielen Menschen nicht nur mir Worte geschenkt, die bis heute aktuell sind, mhm, mein Denken bewegen und so auch mein Schreiben beeinflussen. Und im Laufe dieser Jahre, ich weiß noch, wie ich sie auch in Sendungen eingebettet habe, wo Gedichte, mhm, gefragt waren und viele kannten sie nicht. Dabei ist sie so bekannt. Ein Ufer in Berlin wurde nach ihr benannt und so in der Zwischenzeit haben vielleicht 2, 3 Leute mehr. Aber doch, es ist kein gängiges Wissen. Und sie hat so Buchtitel gehabt, ich, für alle, die sie nicht kennen, ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die uns hören, sie kennen, aber Nachtgesang, grenzenlos und unverschämt, ja. Ich fühlte mich auch mit ihr verbunden, weil ihre Mutter eine weiße Deutsche war, der Vater kam aus Ghana, so, mhm, wie mein Vater. Die Worte hatten irgendwie Zerrissenheit in sich, ja. Ich gebe dir mal eine Zeile, weil ich finde, sie passt gerade so in unsere Zeit. Ja, gerne. Es gibt auf dem politischen Tanzparkett einen neuen Rechts-Links-Wendeschritt mit klein-großer Drehung nach rechts. Das war in den 90ern. Und sie beschreibt in diesem Gedicht Tanzkurs von ungefähr 95, die 90er Jahre, diese Zeit, wie sich alles nach rechts bewegte. Und wenn man das jetzt weiterliest, ich führe das jetzt nicht weiter aus, kann man ja nachlesen, passt es auf heute. Ich glaube, da sagst du was total Wichtiges, dass nämlich Kunst vielleicht in der Lage ist, uns eine Art Snapshot, einen komplexen Snapshot, eine Art Abbild, aber ein Durchschlag, so wie wenn man einen Text hat oder ein Papier, auf was man schreibt und hat 5 Durchschläge davon, also ein dreidimensionales Bild vielleicht einer Zeit zu vermitteln, die hinter uns liegt und die, gerade wenn sie unangenehm oder was mit Selbstkritik zu tun haben müsste für eine Gesellschaft, Leute sehr gerne so von sich wegschieben. Und ich glaube, Mai Ayim ist da ein großartiges Beispiel, dafür nochmal zu rekonstruieren, was diese 90er Jahre waren und die Gewalt und wie Menschen, die von dieser Gewalt betroffen waren, darauf reagiert haben, welche Resilienzen und vor allem welche auch Gegenhandlungsmacht sie entwickelt haben. Und das ist, glaube ich, was auch in diesem ganzen Reden über Diskriminierung manchmal so ein bisschen in den Hintergrund gerät, dass es ja eine Handlungsmacht gab. Bei aller Gewalt, bei aller Angst, bei aller Einschüchterung, bei aller Schutzlosigkeit auch, gab es ja trotzdem eine Art zu reagieren. Minderheiten sind ja häufig eben auch Akteure, immer eigentlich, was ich mir zum Beispiel in so einer langen Fläche bei der Racheausstellung angeschaut habe, oder wenn wir uns die Geschichte der Westdeutschlands anschauen, wir ganz konkret beobachten können, zum Beispiel bei der sogenannten Bühnenbesetzung des Frankfurter Schauspiels 1985, als Juden und Jüdinnen in Erscheinung getreten sind, weil sie die Aufführung eines in ihren Augen antisemitischen Stückes unterbinden wollten. Also eine Intervention auf einer Bühne. Das Stück hieß Der Müll, die Stadt und der Tod von Rainer Werner Fassbinder. Oder auch dann in den frühen Nullerjahren eine Gruppe von damals noch MigrantInnen, mittlerweile würde man vielleicht auch PostmigrantInnen sagen, die Kanak-Attack hieß, die mit künstlerischen Mitteln versucht hat, in den gesellschaftlichen Raum zu intervenieren. Und da will ich dich gern was fragen, weil du gerade gesagt hast, die Leute haben gesagt, du bist eine Kulturjournalistin, aber eigentlich würdest du auch sagen, du bist eine politische Journalistin. Vielleicht ist das schon genau der Punkt, der interessant ist. Ich glaube, dass du sozusagen wie implizit etwas hörst, wenn die Leute sagen, Kulturjournalistin, was das Politische ausschließt. Ja, das wäre ja voll. Warum? Also was läuft da? Warum? Was ist da? Was wird da sozusagen mitkommuniziert? Genau, da wird so ein bisschen mitkommuniziert. Also Kultur, das machen die ein und Kultur hat nichts mit Politik zu tun. Mhm. Und das stimmt aus meiner Perspektive nicht. Ich meine, wenn ich im politischen Feuilleton bin, was ich bin, dann verbindet sich's wieder. Aber am Ende des Tages gibt es ja auch so diese Freiheit der Kunst, die Freiheit der Kultur. Weißt du, da gibt es dann so politische Debatten, werden ja auch gerne weggedrängt, weil da ist ja diese Freiheit, ist ja auch alles ambivalent, dieser Diskurs. Und für alle die ein politisches Verständnis davon haben, wie ich zum Beispiel, die das auch hinterfragen oder wie wir das hinterfragen, so was ist zeitgemäß, was fehlte, was ist da, was muss man nochmal neu verhandeln, was kann bleiben, aber ist vielleicht heute
problematisch und deswegen muss es kontextualisiert werden und all diese Dinge. Also, weil ja, wenn wir auch gucken, du hast ein Beispiel aus dem Jahr 85 gebracht, ich habe ein Beispiel aus dem Jahr 95 ungefähr gebracht und der Unterschied ja damals zu heute war, es gab überhaupt keine Worte für das, was wir jetzt hier besprechen. Also es gab das Wort Rassismus ja nicht mal. Es gab keine akzeptierten Selbstbezeichnungen für so viele Menschen. Das war die volle Dröhnung, Nachwirkung nach dem Nationalsozialismus. Die Findung und dieses Befreien überhaupt erstmal in so ein Narrativ überhaupt zu kommen. Also das muss man sich auch klar machen. War es nicht mal ja jedem mit anderen, die den Begriff Afrodeutsch erst eingeführt haben? Ja, Schwarzdeutsch, das war alles es gab es einfach nicht. Und weil wir machen ja heute Strategien und wir wollen auch ein bisschen was hören. Ich habe leider das Gedicht nicht aus welchem es ist. Ich habe es nur in meinem Buch zitiert und ich dachte, das passt so. Die einen zeigen Schmerz, indem sie weinen und schreien. Die anderen zeigen Verlust, indem sie keine Worte finden. Einen Moment lang lachen und tanzen, weil wir wissen, dass wir ihre Ideen, und damit meint sie schon die Elders, und Worte und Pläne weitertragen werden. Dann wieder weinen, schreien und schweigen, weil wir es sind, die sprechen und fühlen und leben. 90er. Und ich habe das Gefühl, das hätten wir in der letzten Folge genauso gesagt, haben wir auch so gesagt. Guck mal, mein T-Shirt, das ich extra für dich angezogen habe. Es ist ein tolles T-Shirt, da steht drauf, dir fehlt der Funk. Und das ist ein Zitat von Advanced Chemistry. UNESCO-Weltkulturerbe. Und die ersten, erster schwarzer Rap. Und das war sozusagen fremd im eigenen Land. Wir haben sie auch in einer Folge gespielt. Und das ist ja, also das ist alles Kultur. Und das hat absolut. Und in Berlin waren das ja die Kreuzberger 36er. Und das, also die ungefähr zur gleichen Zeit wie Advanced Chemistry angefangen haben, Hip-Hop zu machen. Und auch da finde ich interessant, dass die sich nicht nur als eine Rap-Gruppe, als eine Gruppe, die Kunst macht, zusammengefunden hat, sondern eben auch als eine Gruppe, die Widerstand organisiert hat gegen Nazis. Und diese Gleichzeitigkeit ist, glaube ich, wenn wir über widerständige Kunst reden, absolut selbstverständlich, ist aber was man einem bestimmten Begriff derjenigen, die sagen Kultur- oder Politikjournalistin, das, was man immer wieder erklären muss und wo man immer in einer Art Rechtfertigungsdruck ist, weil echte Kultur hat mit Politik nichts zu tun. Und das ist eine kuriose, ich finde wirklich tatsächlich kuriose Vorstellung, gerade wenn man auf die Geschichte von diskriminierten Minderheiten, auf die Geschichte von Menschen guckt, für die Kunst ja immer auch Teil eines Versuches war, zu widerstehen. Teil eines Versuches war, sich Räume der Autonomie, Sprachen überhaupt erst zu erarbeiten, weil hier ja die Gleichzeitigkeit von Gewalt, von Ausschluss, von realen weltlichen Problemen und künstlerischen Strategien, die eine Verarbeitung sein können, die der Versuch sein können, nicht den Verstand zu verlieren, die der Versuch sein können, Widerstand zu leisten und die der Versuch sein können, sich selber zu erzählen, mit anderen Worten als eine Dominanzkultur benutzt, dass das grundlegend erstmal zusammenhängt, wenn wir über widerständige Kunst und Kultur reden. Das ist mir ein total wichtiger Punkt, wenn wir heute miteinander reden. Ja, der ist voll wichtig, weil es ja auch, um das nur zu ergänzen, oft der einzige Ort war, an dem man sein konnte, durfte. Also wo man überhaupt die Möglichkeit hatte, sich eine eigene Bühne zu schaffen. Ich meine, wir hatten in der ersten oder zweiten Folge ja auch viel über Maxim Gorki gesprochen. Also wie waren so dieses Räume finden und Anerkennung. Und das ist zum Beispiel auch eine Feststellung, die ich mache, dass wenn bestimmte Peers, Marginalisierte in bestimmten Räumen Anerkennung erfahren, und das ist ein interessantes mediales Phänomen auch, und dann eine große Schar an Followern haben oder eine Crowd oder Peers, die ihnen folgen, und man merkt so, oh, da ist so eine Subgruppe, oh, das ist jetzt gar nicht mehr so irgendwie so Minderheiten-Dings, so zwei, drei Leute sehen das, sondern wow, die haben wir nicht erreicht. Dann holt sich der etablierte Raum, möchte sie dann auf die Bühne oder in den Föter oder ins Blatt bekommen und berichtet dann. Dann ist es interessant. Und dass aber dieser Raum vorher, der da entstanden hat, aus Selbstbestärkung, aus fehlender Möglichkeit in so einen etablierten Raum zu kommen, entstanden ist und auch daraus entstanden ist, zu sagen, wir brauchen euch nicht, wir machen jetzt einfach, weil das ist das, wo wir uns den Platz einfach nehmen. Zumal bei der Übernahme in den etablierten Raum häufig entscheidende Punkte verloren gehen. Also wenn wir uns jemanden angucken wie die Dichterin Nelly Sachs, die in Deutschland hoch geehrt wurde ab den Mitte der späten 50er Jahre, eine jüdische Lyrikerin, die während des Nationalsozialismus in Schweden war und da Gedichte geschrieben hat, dann sehen wir, dass auf deutscher Seite, auf nicht-jüdischer deutscher Seite, Nelly Sachs als eine versöhnliche Stimme, eine, die kein Wort des Hasses gegen die Täter hat und so weiter, gerahmt wird.
Während Nelly Sachs in ihrer Selbstaussage, also wenn man ja zuhört, was sie sagt, warum sie geschrieben hat und welche Funktion, welche Rolle diese Gedichte gespielt haben, sagt, ich habe geschrieben, um nicht den Verstand zu verlieren. Hm. Und das ist doch was völlig anderes als Versöhnlichkeit. Also ich finde, da sozusagen findet auch etwas statt, was ich als Domestizierung bezeichnen würde. Also man nimmt eine Kunst, die auch als eine Form des Widerstands, als eine Form der Selbstdefinition funktioniert, fängt an, die abzufeiern, und im Abfeiern fängt man auch an, sie unter Kontrolle zu bekommen. Also ihre gefährlichen Aspekte, wenn man so will, ihre Aspekte, die transformativ sind, die Gesellschaft verändern würden, die wirklich sagen würde, wir halten euch den Spiegel vor und ihr müsst Selbstkritik, ihr müsst eine Veränderung vornehmen, die zu entschärfen, indem man sie mit Geld bewirft und mit Anerkennung, und in diesem Geld- und Anerkennungsraum dann anfängt zu sagen, aber wir definieren jetzt, was das ist. Und dann kommt dieses große Stichwort, wie autonom bleiben, wenn man in den etablierten Raum kommt und sagt, ich mache das Ding aber so weiter wie vorher, weil genau das ist authentisch. Und das passt so gut. Ich bringe dir jetzt meinen O-Ton mit. Finde, es passt jetzt perfekt. Ich habe dir Simone Dede Ayivi mitgebracht. Ich weiß, du kennst sie vom Namen. Alle, die sie noch nicht kennen, lernen sie jetzt kennen. Sie wurde in Hanau geboren, hat Kulturwissenschaften studiert und ästhetische Praxis an der Uni Hildesheim. Und sie ist heute in Berlin lebend. Mhm. Da inszeniert sie unter anderem am Ballhaus Nauninstraße. Als Autorin war sie auch im Sammelband Eure Heimat ist unser Altraum zu lesen. Sie schreibt für ganz unterschiedliche Magazine aus, Zeit Online, Tagesspiegel, Missy Magazin. Und sie ist auch Teil der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Außerdem ist sie im Vorstand von Lause lebt, einem Verein für solidarisches Wohnen. Und sie macht wirklich sehr spannende Stücke raus aus dem Kopf und den Komfortzonen. Und ich spiele dir mal vor, was sie mir gesagt hat, so auf die Frage, wie sie ihre Sachen bearbeitet, aus welchen Kontexten, Erfahrungsräumen sie ihre Arbeit speist. Meine Kunst oder meine Arbeit, die hat viele Einflüsse von so denjenigen, die vor mir da waren, und ich würde sagen, das ist immer und in allen Lebensbereichen so. Also die Gestaltung der Gesellschaft, Literatur, Kunst. Wir fangen ja nie von vorne an, sondern wir finden was vor, das uns geprägt hat. Was der Zeitgeist ist, aus dem heraus wir agieren. Etwas, mit dem wir uns ja entweder identifizieren oder wo wir uns reiben können. Und jetzt gibt es hier nicht nur eine Gegenwart und eine Vergangenheit, sondern wir können uns mit verschiedensten Strömungen der Gegenwart und auch Bewegungen in der Geschichte auseinandersetzen. Für mich war es allerdings so, also man hat ja nicht zu allem den gleichen Zugang. Und in der Schule oder an der Uni waren die Elders oder die Vorgänger oder Heldinnen meines Fachs, die mir präsentiert wurden, das waren die üblichen bekannten weißen Männer und eben ein weißer deutscher Literatur- und Theaterkanon. Und ich konnte damit was anfangen. Also ich habe da auch Sachen draus mitgenommen, aber es war eben nicht so nah dran an dem, was ich jetzt mache oder worauf ich mich inzwischen beziehe, wenn ich meine Arbeit mache. Und um dahin zu kommen, habe ich ganz lange Zeit meines künstlerischen Schaffens mit Entlernen verbracht. Ich würde sagen, ich bin heute noch nicht ganz fertig damit. Einfach, um klar zu haben, deren Standards sind nicht meine Standards. Und deren Geschichte, das ist nicht meine Geschichte. Und ich frage mich generell in meiner Arbeit ganz stark, wessen Geschichte oder Geschichten habe ich denn noch nicht gehört? Wer wurde in der Geschichte klein gehalten, damit ich nichts davon mitkriege, um damit arbeiten zu können? Also das ist ja strukturell. Und wessen Ideen wurden nicht gehört? Wessen Stimmen wurden aggressiv übertönt? Also ich schaue in die Vergangenheit im Sinne von Sankofa. Du musst in die Vergangenheit blicken, um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft gestalten zu können. In dem Sinne bin ich auch total dankbar. Ich weiß, dass ich nur machen kann, was ich mache, weil da Leute vor mir waren, die uns als Gesellschaft oder mich als Teil einer Community und uns als Gesellschaft an den Punkt gebracht haben, an dem ich das jetzt machen kann. Dass ich in den Nullerjahren gewisse Forderungen an den Kulturbetrieb stellen konnte und ich mir Raum für meine antirassistischen Fragen, postkoloniales, Black Empowerment, dass ich mir Raum für diese Fragen stellen und arbeiten schaffen konnte, das war sehr hart für mich. Das war wirklich ganz, ganz viel eigene harte Arbeit. Aber es wäre nicht möglich gewesen, ohne harte, harte Vorarbeit, die andere gemacht haben. Ich konnte auf die Arbeit der ESD aufbauen, die schon seit den 80ern aktiv sind. Es gab ganz viel Einfluss von ADEFRA, von schwarzen Akademikerinnen, die den Grundstein für meine Arbeit gelegt haben. Und zwar nicht nur durch ihre Kämpfe, sondern auch ihre Präsenz in Akademia, in Kunst. Also ganz viel Inspiration. Ich habe
ganz, ganz viel gelesen und mir angeschaut und auch von Menschen, die kaum älter sind oder so meine Generation sind, die parallel zu mir gearbeitet haben. Und ich sehe meine Theaterabende und meine Texte. Es ist, als würde ich mal kurz aus so einem lauten, empowerten Chor heraustreten und meinen Beitrag als Teil von Community und Bewegung leisten. Und dann trete ich aber wieder zurück und unterstütze andere dabei, so ihre Magic zu zeigen. Wir verstärken gegenseitig unsere Stimmen. Ja, super spannend. Vielen, vielen Dank für den O-Ton. Woran ich sofort denken musste, ist diese Idee der nicht erzählten Geschichten. Mhm. Und zwar, weil ich den Eindruck habe, das ist genau das Programm, was mich damals so fasziniert hat an diesem postmigrantischen Ansatz, der erst im Ballhaus-Naunin-Straße in Kreuzberg und dann im Maxim-Gorki-Theater umgesetzt wurde, nämlich die Idee, dass diese Gesellschaft ganz viele Geschichten noch nicht erzählt hat und dass das auch was damit zu tun hat, wen diese Gesellschaft als zugehörig versteht. Mhm. Also nicht zufällig werden die Geschichten von Berlin-Kreuzberg, also postmigrantische Geschichten, türkische, arabische Geschichten von Menschen, die in den letzten Jahrzehnten nach Deutschland gekommen sind und teilweise aber seit Generationen jetzt hier schon wohnen, nicht auf den deutschen Bühnen aufgeführt und die sitzen auch nicht im Publikum. Also du hast sozusagen eine doppelte Abwesenheit, sowohl der Körper auf der Bühne als auch der Menschen im weitesten Sinne im Publikumsraum. Und das Gorki-Theater hat sich hingestellt und gesagt, Moment, das kann doch nicht wahr sein, dass wir in einer pluralen Gegenwart nicht auch plurale Geschichten erzählen. Und hier verzahnt sich genau diese Frage der politischen Zugehörigkeit mit der Frage der künstlerischen Möglichkeiten. Warum also reproduziert hier das Theater eine Unsichtbarkeit, ein Machtverhältnis, was wir aus der Gesellschaft, aus der Politik kennen? Und damit wurde das Theater gleichzeitig neu erfunden oder wieder neu entdeckt als Ort der Intervention. Mhm. Und das war so spannend und das habe ich jetzt bei Simon auch gerade rausgehört, eine Intervention, die ja seit Generationen läuft, das fand ich den zweiten wichtigen Punkt, dieser Verweis auf die Elders, der Verweis auf das, was vor uns war, was natürlich eine Art Treppe bildet für das, wo wir heute stehen, aber auch, und damit verbindet sich das, glaube ich, mit unserem Gespräch bis jetzt, die Möglichkeit, in einen Austausch zu treten mit diesen Elders, selbst wenn sie nicht mehr leben. Mhm. Mai Ayim zum Beispiel, aber auch jemand wie, was weiß ich, Thomas Brasch, aber auch Menschen, die vor hunderten Jahren gelebt haben, die, wenn ich sie künstlerisch vor Augen habe, weil ich sie lese, weil ich selber einen Text schreibe, weil ich im Publikum sitze, plötzlich das Gefühl habe, die stehen neben mir, die flüstern mir was ins Ohr und manchmal hebt sich so wie der Vorhang und ich kann sogar antworten. Das hast du schön gesagt. Manchmal hebt sie und ich kann antworten. Und ich meine, du hast dieses Publikum beschrieben. Und ich glaube, diejenigen, die die Produktion von Simon oder von anderen oder Maxim Gorki Theater waren und sich quasi im Publikum zurücklehnen konnten, ihre eigenen Gedanken, Empfindungen gespiegelt bekommen haben, wo man auch dann in so einen Reflexionsraum kommt, wo man vielleicht auch in Tränen kommt, weil man so merkt, so, das ist meine Geschichte, das ist meine Realität. So, und gleichzeitig auch zu merken, so, das stört jetzt diesen Normalbetrieb, ja, die haben jetzt irgendwie andere Bilder, Töne, Gesten, keine Ahnung, und das ist dann so befreiend und dann wünscht man sich so, auf dass es mehr Leute sehen, ja, damit sie was anderes denken, und es passiert ja dann auch. Mhm. Also gerade diese Bühnen haben ja auch das Potenzial, bestimmten Leuten, die sehr privilegiert, eng immer dachten, so läuft das, auf einmal öffnet das einen Raum. Die Bühne öffnet, ist machtvoll. Also sie ist ein machtvolles Instrument. Genau, und ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem ich sagen würde, lass uns direkt weiterreden, lass uns direkt im Dialog bleiben, weil wir haben ja noch einen Gesprächsgast und dieser Gast ist noch mal fitter, als was wir hier machen können und kann noch mal Perspektiven reinbringen, nämlich Sascha Marianna Salzmann. Aber bevor wir ins Gespräch kommen, noch kurz ein paar Informationen zu Sascha. Sascha schreibt Romane und hat fürs Theater Texte geschrieben, wurde in Wolgograd geboren und kam als Kind nach Deutschland und studierte szenisches Schreiben und war dann, und das trifft jetzt direkt auf das, worüber wir schon geredet haben, Hausautorin am Maxim Gorki Theater Berlin und leitete dort von 2013 bis 2015 die Studiobühne. Wir beide, also Sascha und ich, trafen uns kurz vorher schon im Ballhaus Naunienstraße, für das Sascha damals bereits einige Stücke geschrieben hatte. Und im Gorki Theater organisierten wir dann gemeinsam den Desintegrations-
Kongress 2016. Und im Jahr darauf erschien Saschas erster Roman Außer sich bei Suhrkamp. 2021 der Roman Im Menschen muss alles herrlich sein, ebenfalls bei Suhrkamp. Und ich glaube, es gibt wohl kaum jemanden, der besser zum Thema widerständige Kunst und Kultur sprechen kann. Hallo Sascha, schön, dass du da bist. Hallo ihr beiden, danke für die Einladung. Ja, voll. Wir wollen dich gerne als Expertin für widerständige Kunst und Kultur befragen. Vielleicht fangen wir einfach mal an. Was ist für dich widerständige Kunst und Kultur? Was kannst du damit anfangen? Ich glaube, es kommt sehr darauf an, ob das eine einzelne Person ist, die Kunst macht, oder eine Institution. Also ich kann mir beides denken. Und ich glaube, es ist aber wichtig, diese Trennung zu machen. Es gibt widerständige KünstlerInnen, die sehr dezidiert einzelne Kunstwerke einsetzen, um zu stören und die Gesellschaft bestimmte Missstände hinzuweisen. Und dann gibt es Institutionen, die KünstlerInnen einladen und einen größeren Überblick haben über quasi dieses Konglomerat, was sie da zusammenstellen. Und da müssen die einzelnen KünstlerInnen gar nicht besonders dezidiert ein politisches Ziel verfolgen. Es ist ja oft so, dass man durch Kuration eines Festivals oder eine Spielzeit am Theater oder eines Literaturprogramms am Literaturhaus auch schon eine Geschichte erzählt. Also wer ist sichtbar, wer darf sprechen, welche Geschichten werden erzählt, ist ja oft nochmal fern des Kunstwerks an sich. Also anders gesagt, ein Gedicht kann ein Politikum sein, wenn es zum Beispiel auf Kurdisch vorgetragen wird. Dafür muss das Gedicht jetzt nicht dezidiert von einem Widerstandskampf erzählen. Da ist schon die Form des Politikum. Und deswegen fallen mir tausend einzelne Beispiele ein. Ich würde niemals von KünstlerInnen, wenn ich selber kuratiere, verlangen, du machst jetzt bitte Kunst zu diesem Thema, so wie ich das selber kenne als Dramatikerin, dass man mir Theaterstücke in Auftrag geben wollte zum Dschihadismus, zum Judentum, lalalala. So funktioniert das nicht, ne? KünstlerInnen sind keine Jukeboxes, in die man so eine Münze reinwirft, ein Thema drückt und dann kommt ein Stück raus oder ein Song oder ein Buch. Aber wenn man sich mit der Kunst der Leute befasst, die man spannend findet und denkt, ah, okay, wir können uns da gegenseitig inspirieren, kann man natürlich Input geben. Ich glaube, es geht darum, sich selber gegenseitig zu überraschen. Und das immer unter dem Aspekt, dass wir, sobald wir Kunst machen, für eine Öffentlichkeit produzieren. Also sobald wir sagen, es ist nicht für die Schublade, es ist nicht für nur für mich und meine Friends, adressiere ich eine Öffentlichkeit. Diese Öffentlichkeit wird antworten, darauf muss ich mich vorbereiten. Wunderbar. Das beantwortet schon ganz viele Fragen, die wir jetzt schon aufgerissen haben. Ich würde gerne noch einen zweiten Scheinwerfer aufstellen mit der nächsten Frage. Nämlich vielleicht ein etwas breiterer Scheinwerfer, wenn man so will, nämlich warum eigentlich Kunst und nicht Politik dann? Naja, das sind völlig unterschiedliche Aspekte der Gesellschaft. Also was das eine von dem anderen unterscheidet, das eine macht Spaß. Nice. Na, das eine ist sexy, das andere muss sein. Also ich glaube tatsächlich, dass Kunst einfach so eine Art Blut der Gesellschaft ist, die läuft einfach durch diesen Körper. Und wenn dieses Blut irgendwo stockt, dann stirbt ein Körperteil ab. Das sehen wir an Gesellschaften, wo Kunst zensiert wird. Und deswegen glaube ich, dass das was völlig Eigenständiges ist, was aber immer im Zusammenspiel mit Gesellschaft funktioniert und für die Gesellschaft funktioniert, aber eben nicht als Dienstleister eingreift, was Politik ja ist. Politik regelt und Politik sorgt für klare Ansagen und Kunst muss im besten Sinn verwirren. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, aber Hadija, ja. Naja, okay, da gibt es jetzt viel an, halt es fest, Kunst soll in jedem Fall verwirren, aber ich will nochmal an diesem Politik und politisch anknüpfen. Du hast gerade A gesagt, ich mache das nicht für mich und meine Friends nur und dann Kunst muss gar nichts. Aber wir haben ja so eine Riesendebatte über diese Freiheit der Kunst auch, ja. Also das wird ja sehr unterschiedlich gedeutet und gerade wenn es um Kunstfreiheit und soziale Gerechtigkeitsfragen, also wer ist das Publikum für mich und meine Friends, also wer sind diese Friends, die im Publikum sitzen und wer ist gar nicht eingeladen? Und da ist ja dann auch eben, und das will ich einfach nochmal reinbringen, diese Frage, ist Kunst politisch? Ja, und du hattest gerade, ist keine Politik, kann politisch sein, aber nicht aufgesetzt, ist keine Jukebox. Also aber in welchem Maß, also wie deutest du diese Debatte über Freiheitsargumentation in Bezug auf die Kunst als widerständige Kunst, die auch empowert, die auch Gerechtigkeit berücksichtigt als ein politisches Element, ja. Nicht Politik machen, aber in einem politischen Verständnis, ja. Ja, durchaus. Also schau mal, ich meine, die Debatte um Kunstfreiheit ist eine unsägliche Debatte, die meistens nicht denen gehört, die sie führen sollten.
Wir erinnern uns alle an Documenta 15 und jetzt vergessen wir es auch wieder, diese Horrorgeschichte. Ich glaube, es gibt keine unpolitische Kunst. Es kann aber sein, dass die KünstlerInnen, die selber Kunst machen, sich gar nicht klar machen wollen oder sich leisten können, es nicht klar zu haben, dass das, was sie tun, deswegen ein Politikum ist, weil sie Gesellschaft mitschreiben. Ne? Mhm. Jedes Plakat für jedes Theaterstück, das ich inszeniere, das ich schreibe, wird in der Stadt kleben, das prägt das Stadtbild mit. Das Gesicht auf dem Plakat, der Name, der Preis des Tickets, ist das Theater zugänglich, können alle auf Toilette gehen, etc., etc. Mhm. Das ist, wie man Gesellschaft macht. Kunst macht Gesellschaft. Und es gibt ganz viele Leute, die sagen, ich will mit eurem Gesellschaftskram gar nichts zu tun haben. Um mein bestes Gedicht zu schreiben, muss ich ganz lange Proust lesen. Das ist okay, aber dass das so ist, ist ein Politikum. Und das erzählt sehr, sehr viel über den strukturellen Background und die strukturellen Möglichkeiten dieser Person. Ich will das gar nicht werten, man kann sich aber dem gar nicht entziehen. Und das andere Extrem wären Leute, die sagen, ich kann eigentlich nur aktivistisch Kunst machen. Ich kann eigentlich nur, wenn ich wirklich Geflüchteten helfe, dann auch was dazu schreiben, weil woher soll ich sonst die Info haben? Das muss genauso drin sein und genau das erzählt dann eben etwas über diese eine Person. Aber Kunst an sich hat natürlich diesen ganzen Spagat. Wir hatten jetzt schon in dem Gespräch bisher ein paar Beispiele dafür, wo künstlerische Strategien benutzt wurden, um gesellschaftliche Probleme zu bearbeiten. Wir haben über Maya Yim gesprochen, wir haben über das Gorki-Theater gesprochen, wir haben über Kanak-Attack kurz das erwähnt. Vielleicht einfach nur die Frage, warum sind denn künstlerische Strategien so effektiv? Also warum benutzen Menschen, die auf irgendeine Weise Gewalt erleben, die Ungerechtigkeit thematisieren wollen. Warum benutzen wir diese Strategien immer wieder? Hast du eine These dazu? Ja, ich meine, ich habe viele Thesen. Yes. Ich robb mich da mal ein bisschen ran. Ich glaube tatsächlich, dass es eine fehlgeleitete Annahme ist, dass Kunst auch da ist. Kunst ist das, was uns zu Menschen macht. Und das heißt nicht, dass alle Leute, die keine Kunst machen, keine Menschen sind, sondern Kunst ist das, was übrig bleibt als Erzählung von Menschheit. Die Bibel ist nur ein Buch. Alle Geschichten, alle Stories, die unsere Großmütter uns erzählt haben, die unsere Identität prägen, sind Stories, es sind Narrative. Sogar Familiengeschichten sind am Ende entweder gut oder schlecht erzählte Stories. Und wenn man sich überlegt, wo das Theater herkommt, das ist ähnlich wie im Hip-Hop, ne? Leute trafen sich in einem Kreis, irgendwer ging in die Mitte und sagte, lass mich dir meine Geschichte erzählen. Mhm. Das ist die Identität der Menschheit und die wird durch Kunst transportiert. Das heißt, es funktioniert gar nicht ohne. Das heißt nicht, dass alle mitmachen müssen, das heißt nicht, dass alle genießen wollen. Fakt ist, das, was übrig bleibt, sind künstlerische Interventionen, künstlerische Zeugnisse. Mhm. Natürlich haben wir Geschichtsbücher und natürlich haben wir mittlerweile mit der digitalen Umstellung der Menschheit auf eine andere Welt noch mehr Möglichkeiten. Aber ursprünglich waren das alles Stories, es waren Lieder, es waren Tänze. Und das ist das, was wir wissen von uns. Und das ist das, wozu wir auch immer wieder zurückkehren, wenn es Leuten schlecht geht, in Gefängnissen, nach Foltersituationen. Sie singen und sie erzählen sich Geschichten. Ich finde es einen total wichtigen Punkt, dass sozusagen Kunst immer eine große Relevanz eigentlich gehabt hat für das, was wir Menschheit, was wir Geschichte, was wir Community und so nennen, was wir Widerstand nennen. Und gleichzeitig muss das ja bedeuten, dass Kunst nicht nur relevant ist, sondern in ihrer Relevanz auch gefährlich. Also dass wir sie auch problematisieren müssen, wenn sie bestimmte Leute ausschließt aus ihrer Erzählung, wenn sie bestimmte Gewalt reproduziert. Kannst du mit dieser Idee, dass Kunst gefährlich ist, was anfangen? Ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden habe, die Gefahr, die von Kunst ausgeht, als der Stift, der die Menschheitsgeschichte schreibt, ist, dass ganz viele Geschichten unerzählt bleiben, wegen struktureller Zugänge, wegen nichts anderem. Es ist ja so perfide, dass durch diese omnipräsente weiße westeuropäische kunsthistorische Narrative der Eindruck entstanden ist, in allen anderen Ecken der Welt passiert Kunst gar nicht. Und wenn es sie so naiv, dass sie zu vernachlässigen ist, plus,
das Ganze kann eigentlich nur in elitären Räumen stattfinden, weil nur dort haben KünstlerInnen Zeit, überhaupt sich den schönen Dingen zu widmen. Mhm. Und ich meine, ich sage jetzt nicht, das Gegenteil ist der Fall, aber mindestens genauso viel passiert in Gefängnissen, in Kriegssituationen, unter den prekärsten Umständen. Und ich glaube, es gibt so Leute, die immer wieder darüber geschrieben haben, ohne da explizit zu werden. Und mein Aha-Moment war, als Audre Lorde beschrieben hat, das Gedicht für sie die zugänglichste aller Formen ist. Mhm. Und ich dachte, Entschuldigung, bitte was? Für mich sind Gedichte so das elitärste, hermetisch abgeriegelste, deutscheste, was ich kenne, und ich will da gar nicht hin. Und für Audre Lorde war das aber das Einfachste, weil sie meinte, ich brauche nur einen Stift und ich brauche nur ein Blatt Papier. Ich kann es in der Küche machen, während ich für meine Kinder koche. Ich kann es auf dem Weg zur Arbeit machen. Mhm. Es ist immer bei mir und es gehört nur mir. Und da habe ich gedacht, ah, interessant, es ist einfach eine sehr deutsche Erzählung, die mich geprägt hat von dem, was Kunst ist und was Lyrik ist. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt die aktuelle Situation zum Beispiel unter anderem in der Ukraine anschauen, plötzlich hat die deutsche Mehrheitsgesellschaft festgestellt, es gibt Kunst in der Ukraine. Habt ihr je was davon gehört vorher? Und noch ein extremeres Beispiel, einer unserer Kollegen, der gefoltert wurde im Donetsk, der kommt aus Donetsk, der wurde als Journalist und Schriftsteller festgehalten von den Russen und gefoltert, hat gesagt, er hat nur überlebt, weil er ein Buch geschrieben hat, aber er hatte gar kein Blatt Papier und kein Stift. Er hat sich seine Sätze gemerkt und das war seine Überlebensstrategie. Und das sind natürlich, das sind künstlerische Formen und das ist eine Spiegelung der Gesellschaft, die wir unbedingt brauchen, weil da reicht Tagesschau und Süddeutsche Zeitung nicht. Eine letzte Frage habe ich an dich, weil das eigentlich schon der beste Punkt gewesen wäre. Aber wir haben viel von dir und deiner Analyse gehört. Wie ist deine Kunst? Wie würdest du sie beschreiben? Ich versuche Zeugenschaft. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Also ich schreibe sowohl Theaterstücke als auch Essays, als auch Romane. Ehrlich gesagt sogar Gedichte, aber nur auf Englisch, weil ich... What? Don't tell anybody. Aber ich glaube, das, was es wirklich vereint, ist der Gedanke, ich will ganz genau hinschauen. Und hinschauen dauert sehr lange. Und ich hinterlasse Zeugenschaft für die Generationen, die nach uns kommen. Dankeschön. Danke euch. Vielen Dank, Sascha. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ja, ich finde, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Vielleicht noch ein, was nehme ich heute mit? Also, wem wird welches Kunstverständnis zugestanden? Und was wir, glaube ich, heute hoffentlich geschafft haben, ist, einen ziemlich weiten Raum aufzumachen und eine Tür aufzustoßen. Im besten Fall für all diejenigen, die sich gefragt haben, was mache ich eigentlich und was möchte ich gerne konsumieren? Und was ich wirklich spannend finde, ist, dass zwischen dem O-Ton von Simon, diesem Bezug auf die Elders, dem Bezug auf die Geschichte, dem Bezug auf andere Communities und dem, was Sascha jetzt als Zeuginnenschaft beschrieben hat, ja auch eine interessante Verbindung besteht. Also einmal führen wir ein Gespräch weiter. Wir gehen möglicherweise hoffentlich eine Treppe hoch, von der ja hoffentlich sich herausstellt, dass es keine M.C. Escher-Treppe ist, die sozusagen immer wieder in ihrem Anfang rauskommt, auch wenn es manchmal häufig sich so anfühlt. Und gleichzeitig bewältigen wir ja auch die Gegenwart, indem wir Zeugenschaft ablegen von etwas, was jetzt passiert, von dem wir wollen, dass eine zukünftige Leserinnenschaft, eine zukünftige Generation von AutorInnen vielleicht auch erfahren werden. Dass die wissen, wie traurig wir waren, dass die wissen, wie viel Mut wir auch hatten, wie viel wir widerstanden haben. Also all diese Dinge, die man wie in dieser Zeitkapsel-Text, in der Zeitkapsel-Kunst einschließt für eine Zukunft und hofft und vielleicht auch davon ausgeht, dass dieses Gespräch weitergeführt wird. Und im besten Fall einfach nur mal kurz die Pausentaste drücken, um die Welt da draußen ein bisschen besser auszuhalten. Danke, Hadija. Danke, Max. Der Podcast Trauer und Turnschuh ist im Rahmen der Initiative Wissen, Erinnern, Fragen des S. Fischer Verlags entstanden. Konzeption: Hadija Haruna-Oelker und Max Czolek. Recherche und wissenschaftliche Begleitung: Corinne Kassner. Produzentinnen: Isabel Lübbert-Rhein, Jenny Heschel. Aufnahme, Schnitt und Sounddesign: Spotting Image. Ein besonderer Dank geht an Sascha Salzmann und Simon Dede Ayivi, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Trauer und Turnschuh ist eine Produktion von Argon Podcast.